Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Gumsting Diego. Ja, nach einer kleinen Kaffeepause klappt das nur doch. Ich habe mir auch in der Zwischenzeit das andere Equipment hier hinbestellt. Habe ich den Jans angerufen und habe gesagt, Jans, hier ist Katastrophe hoch 10. Besorg mir mal bitte ein vernünftiges Heckgewicht und eine andere Gabel, mit der ich besser quasi The Bellicus abladen kann. Ne? Weil mit dem anderen Ding, weil die ja so breit ist, habe ich schon mal gerne dann zwei Stapel genommen. Was aber mit dem Heckgewicht nicht ganz übereinpasste. Ne? Das war ein bisschen lustig. Na, mal gucken, wir stapeln hier erstmal was hin. Ich weiß auch noch nicht genau wie. Wir haben auf jeden Fall reichlich Platz. Ich habe schon überlegt, ich lasse das da hinten frei. Da kann man noch mal locker noch mal irgendwelche Geräte hinstellen, ne? Weil ich werde nicht den ganzen Platz für Ballen brauchen. Ne? Das ist ein bisschen übertrieben, das Lager. Ne? Gut, es sei denn, ich stelle... Was tanzen die so? Hier wird nicht getanzt. Ja. Also muss das den Ballen noch mal ganz klar sagen. Ne? Es gibt auch Grenzen. Sonst meinen die immer, die könnten sich alles erlauben. Ne? Sollen wir das auch mal direkt abpixulieren? Komm, weil eben hatte ich nämlich wieder kein Foto. Nur haben wir wenigstens eins. Ob wir das nachher nehmen, weiß ich nicht. Aber wenn es Kuchen gibt, ist ja noch eine wichtige Sache. Da möchte ich auch informiert werden. Ne? Also ich kann da auch nichts gegen sagen dann. Ne? Bin ja jedes Mal froh, dass ich überhaupt noch gefüttert werde. Oh, das ist alles ein bisschen wackelig hier. So, kriegst du den da oben noch draufgestellt? Natürlich nicht. Wird von der Decke auch nicht passen. Muss aber auch gar nicht sein. Also, um Gottes Willen. Wenn wir das jetzt hier unten nebenstellen, ist alles gut. Also das ist... der Platz reicht auf jeden Fall aus. Ne? Ich habe jetzt auch erstmal 100 Kühe genommen, weil ich wie... Oh, Automatik? Was war das denn gerade? Ich bin ganz schön erschrocken. Liegt auf mal den ersten Gang rein und fährt los, hier der kleine Mops. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich ohne Schweine spielen und dann brauche ich 100 Kühe. Es kann sein, dass es nachher noch weniger werden. Ich wollte jetzt erstmal Naturdünger haben. Kann sein, dass ich nachher sage, ach nee, 100 Kühe ist mir doch zu viel. Wir machen mal doch lieber 80 oder so. Das kann alles noch passieren. Es kann aber auch sein, dass ich sage, nee, boah, also ich werde überhaupt gar nicht glücklich, wie das ist. Wir steigen komplett um, wir machen Schweinehof. Ne, weil, aber beides möchte ich nicht. Also ich finde die Gumsting, das ist eine Map, da kann man sich dann überlegen, ja oder ja, aber beides weiß ich nicht. Da gibt es andere Maps, die da besser für geeignet sind. Ich meine, klar, man kann sich auf jeden Hof quasi eine Maschine hinstellen zum Reintappen. Also man kriegt das auch mit beiden Höfen gemanagt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht geht, ne? Aber... Wie gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf den Mukus, weil ich Mukus über alles liebe. Und wenn das mit der Liebe nicht ganz funktioniert, dann wird umgeswitcht auf, sag mal schnell, hier diese Rüsselträger da, ne? So, Elefanten. Nein, Rosa. So, jetzt. Jetzt habe ich den Mutterfischwagen aber auch so klasse geparkt hier. Das ganz Schlimme ist, hier vorne ist der Ballenverkauf. Ich habe eben beim Kühe einstreuen, wollte ich ganz munter hier hinten reinfahren, natürlich die Kurve nicht richtig gekriegt und bin der Miste zu nahe gekommen, macht das Ring Ring. Ich so, nee, ne? Wie jetzt Ring Ring? Oh nein. Ich habe die Ballen verkauft, ne? Deswegen ist es natürlich auch super, wenn man den Mutterfischwagen so hinstellt. Das ist super. Ne? Wenn man so immer so mit einem Bein in dem Ballenverkaufträger romantiert. Ach Gott sei Dank. Der Ballenauflösetrigger war gnädig und hat den Ballen rechtzeitig aufgelöst. So, also rein theoretisch geht es den Kühen jetzt gut. Natürlich brauchen die noch mehr hier von allem. Ne? Also die brauchen Silage, die brauchen Heu, die brauchen. Ne? Das interessiert uns jetzt aber erstmal nicht, weil ich möchte gerne den Acker leer ruppen, weil es muss ja auch weitergehen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht hier 8 Wochen lang The Bellicus auf dem Acker herumliegen lassen. Wir müssen ja weitermachen. Ne?
Wann bist du eigentlich das letzte Mal gewartet worden? Okay, 3 Tage, das ist okay. Dann warst du schon dran. Dann irgendeiner fehlt noch in meinem Wartungsplan. Ja, mit meinen Wartungslisten habe ich es nicht so. Die Leute bei mir auf Arbeit können das bestätigen. Was ist denn mit der Innenansicht? Ist die total kaputt, oder? Ach, guck mal, geht ja. Ja, dann können wir die auch benutzen, ne? Wir sammeln schnell noch mal ein paar Bellekes ein. Am liebsten alle. Dann haben wir es fertig. Und dann kann der Erste sich nämlich um eine Grunddüngung kümmern. Guck mal hier, da oben liegt auch noch einer. Ist egal, wir fahren Slalom. Wie gesagt, und wenn das zeitlich nicht mehr ganz so drückt, dann kann man ja auch mal Bellekes alle schön von Hand aufladen. Ne? Ihr wisst, ich mache das auch nämlich gerne. Ich kann das zwar nicht... Oh, warte mal. Ah, nee, du spielst ja gar nicht mit. Ach so, ich weiß, warum du nicht mitspielst. Weil der doofe Diego wieder die falsche Taste gedrückt hat. Oder so ähnlich. So, ich finde das auch mal mutig, dass er immer 3 Stück beieinander stapelt. Und zwar alle an derselben Stelle. Kann man machen. Ich würde ja die Last gleichmäßig verteilen, aber naja. Ich bin ja froh, dass einer überhaupt sowas programmiert. Das ist eine echte Sisyphus-Arbeit. Also jeder, der sich sowas schon mal angeguckt hat, wie das aufgebaut ist. Oh, also da kriegt man auf jeden Fall ein Fleißkärtchen nachher, wenn man das fertig hat. Eigentlich kriegt man für alle Sachen, die man im LS macht, ein Fleißkärtchen. Ne? Ich darf gar nicht dran denken, wie viele Stunden das dauert, um so eine Map zu bauen, alleine schon. Ne? Und dann je weiter man... Also das ist ja mal eben eine Map bauen, so wie das ja durchaus öfter mal der Fall ist im LS, machen ja noch viele. Und das geht ja auch. Ja? Aber die meisten hören ja bei 80% auf. Ja? Aber dann die letzten 20% von der Map noch fertig zu machen, ne? Da geht die meiste Zeit drauf. Und zwar, also richtig, das ist richtig brutal hart. Die letzten 20%, die bringen einen um. Ne? Aber diese letzten 20%, die geben dem Zauber Zucker. Ne? Also, gut, als ich angefangen bin, also ich weiß noch damals war das schon 11 oder war das schon nur im 11er? Ich glaube, im 11er habe ich noch viel so Standard gespielt. Da hatte ich nur eine Modmap, weil mein Rechner nicht mehr konnte. Ne? Da musste ich wirklich ganz bescheiden sein. Ich habe mit meinem allerersten Rechner nicht mal die Mindestanforderungen des Spieles erfüllt und war natürlich ein bisschen eingeschränkt, was Mods und so anging. Modmaps ging eigentlich gar nicht, weil meine Grafikkarte Power of Two sehen wollte und Power of Two hat damals einfach niemanden interessiert. Schon voll der Anhänger, Wahnsinn. So bin ich übrigens auch ans Modden gekommen oder ans Basteln gekommen. Ich musste einfach basteln. Wenn ich spielen wollte, musste ich schrauben. Und so ist es auch bis heute geblieben. Ne? Wenn ich zocken will, muss ich erst schrauben. Das ist halt, das gehört halt bei mir zum LS dazu. Ist ja auch nicht schlimm, macht ja beide Spaß. Also ich zocke gerne und bastel auch gerne. Nur es muss halt im Gleichgewicht bleiben. Ne? Es muss ausgewogene Balance sein zwischen Zocken und Basteln und dann ist alles cool. Ne? Ja, wie gesagt, und dann im 13er war das, glaube ich, das war so eine Produktionsmap, irgendwas mit Big in Paradise hieß die. Ne? Sowas würde ich heute nicht mehr spielen. Ne? Definitiv nicht. Ne? Aber wenn man, ich sag mal, relativ frisch im Business ist und so, ja, ich habe die gefeiert, die Map, ne? Ich habe die brutalst gefeiert. Und je länger man natürlich in diesem ganzen LS-Business drin ist, man hat man die schon gesehen und das schon gesehen, ne? Man wird immer anspruchsvoller, ne? So ist es zumindest bei mir. Das ist so wie bei gutem Essen, ne? Wenn dir einer jeden Tag erzählt, Hafergrütze schmeckt mindestens genauso toll wie Honigkuchen, dann denkst du, ach ja, geil, ne? Und irgendwann drückt dir einer mal ein Stück Honigkuchen in die Hand und sagst du, Alter, das ist Honigkuchen? Das schmeckt ja ganz anders wie Hafergrütze. Ne? Und so ist es halt bei Maps auch. Ne? Spielst du eine Map, ist das wunderschön. Und wenn du dann mal 1000 Maps gespielt hast, dann denkst du, ach,
Okay, die Map ist jetzt nicht so schön. Ne? So ist das nun mal. Bei Musikanlagen übrigens genauso. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich erstmal wusste, wie eine richtige Anlage zu klingen hat. Vorher ist alles toll, Hauptsache laut. Laut ist toll. Und irgendwann... Ich habe hier gerade ein tierisches Déjà-vu, Leute. Habt ihr das auch? Ich könnte ja echt meinen, dass ich hier diese Szenen hier schon mal vor Augen gehabt hätte. Es läuft ein bisschen geschmeidiger. Das muss an diesem bärenstarken Kuchen liegen, den ich eben verputzt habe. Mittlerweile benutze ich sogar teilweise die richtigen Tasten. Was ja schon fast dreist ist, ne? Einfach die richtige Taste zu nehmen beim Spiel. Das ist ja so, als wenn wir das könnten hier, ne? Sind wir schon bereit für die Innenansicht Ballen stapeln? Alter, das ist aber das, was für Fortgeschrittene, ne? Also for Runaways, so wie mich. Ja, dann gönn dir, ne? Mein kleiner Mops. Ich hoffe, ich habe die Dinge auch wirklich abgeladen. Ja, genau. Ja, ja, du musst reinfahren, bis es quietscht. Das ist schön. So machen wir das immer. Auch beim Einparken. Was ist denn jetzt? Ist dieses Ballenhalte-Ding nur temporär oder was? Ich würde jetzt gerne die Ballen mitnehmen. Oh, die ist läuft ein bisschen knurrig, das ganze Objekt. Das ist aber auch, weil die Ballen da aber auch schluck reinpassen in den Anhänger, ne? Eigentlich müsste man hinten die Britsche ein bisschen rausziehen. Sieht dann aber auch wieder komisch aus, weil ist dann ein bisschen viel. Also sagen wir mal so, der Anhänger ist knapp berechnet. Ne? Aber immerhin, er ist berechnet. Das kriegen ja auch einige nicht hin. Die bauen dann irgendwas. Ne? Zerion, der 3,80 Meter breit ist zum Beispiel. Ist immer wieder gern gesehen im LS. Aber das schon seit LS11 übrigens. Ne? So ist es nicht. So, wir nehmen mal den vordersten Stapel runter und hoffen, dass sich das ganze Thema hier dann so ein bisschen entspannt. Ah. So, wenn wir jetzt beim Rückwärtsfahren ein bisschen nach oben... So. Ein bisschen nach oben. Ah, ich hänge in dem vorderen Gitter fest. Ja, mit Gewalt geht alles. So. Das sage ich immer wieder. Nein, mit Geduld und Spucke. Natürlich. Gewalt ist keine Lösung, YouTube. Denk bitte dran. Was ist das denn? Sind wir jetzt gegen die Betonmauer gefahren oder was? Mir war so danach. Aber es kann ja gar nicht sein, oder? Doch nicht live im Video. So. Ja, also das Ballenlager ist mal geräumig geworden hier, ne? Wer hätte das gedacht, dass ich hier unten bei dem Muku so ein schönes Ballenlager kriege? Ja. Hätte auch das andere Dach hier, das ist auch ziemlich anstrengend, habe ich auch schon festgestellt. Das nur am Rande. So. Jetzt müssen wir sehen, dass wir möglichst schnell die Ballen hier runterkriegen. Dass wir noch Dünger streuen können. Das ist ja von diesem Video wird das nichts mehr, YouTube. Es tut mir furchtbar leid. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, manche wünschen sich auch durchaus längere Videos. Ist auch nachvollziehbar. Geht aber aufgrund meiner Internetverbindung nicht so gut. Also ich habe jetzt nicht die allerschlechteste, aber auch keine richtig gute. Und wenn ich eine Viertelstunde aufnehme, dann ist ja so gute 40 Minuten mein Internet blockiert. Ich kann dann auch nicht telefonieren oder so. Das kannst du vergessen dann. Ne? Weil das ja alles hier Voice over IP ist und so ein Scheiß. Ne? Und deshalb versuche ich immer möglichst bei einer Viertelstunde zu bleiben. Wenn es mal 20 Minuten werden, ist auch nicht schlimm. Und dann ist halt die Leitung eine Dreiviertelstunde blockiert. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich jetzt noch längere Videos mache, das kann man mal machen, aber ich versuche ja wirklich euch täglich ein Video zu geben. Und dann wird das irgendwann mit dem Tagesablauf ein bisschen anstrengend. Ne? Ich mache das zwar gerne mit YouTube, aber es ist ja alles nur so nebenbei, so just for fun. Es ist ja alles hier semi-professionell
und ja, Spielereien, alles ein bisschen. Und das heißt dann auch, dass man nicht immer perfekt ist und auch nicht immer perfekt auf seine Kundenwünsche eingehen kann. Ne? Na, bist du denn da richtig dran? Ich wünsche mir mal eine Seitenansicht. Oh, ja. Ja, das sieht ja ein bisschen komisch aus, ne? Oh, der obere Ballen, der liegt auch schon quer. Da hat es schon einen Knatsch gegeben da oben. Da habe ich die zu doll ineinander gepresst, die armen Tierchen. Das mögen die nicht, ne? Du darfst ja alles machen, aber drück so einen Ballen nicht in die Ecke, ne? Ich sag's euch. Macht es nicht. Versucht es erst gar nicht. Naja. Gerade Strohballen. Da musst du echt aufpassen, YouTube. Aber pro aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir in diesem Video keine Überminuten machen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch mit einem schmerzverzerrten Gesicht von euch trennen. Ja, es fällt mir nicht leicht, der Abschied ist eh nicht meins. Aber es muss nun mal sein. Keine Angst, wir sehen uns wieder. YouTube ist draußen. YouTube ist draußen. Habt euch lieb.